So, hallo meine Lieben. Ich habe heute ein bisschen Redebedarf. Deswegen dachte ich, drehe ich ein Video. So, allerdings weiß ich nicht, ob es online kommt oder nicht. Aber das ist ja egal. So, und zwar, oh mein Gott, meine Creme, die ist noch nicht richtig eingezogen. Seht ihr das? Aber egal. Vom Weiten, ich glaube, sieht man es nicht. Ja. Also, ich hatte gestern ein Date. Ja, ich erzähle euch mal, wie es dazu gekommen ist. Also, ich hatte ja, also ich bin mittlerweile, also, okay, wie soll ich denn anfangen? Ich bin nicht so auf Männerfang, aber ich bin halt in so einer App, da bin ich schon, da habe ich jetzt mein Profil nicht gelöscht, da bin ich schon etwas länger drin, ich glaube schon über ein Jahr. Guck da hin und wieder. Manchmal schreibt man mit jemandem, manchmal schreibt man mit jemandem nicht, wie das halt so ist. Und ja, dann habe ich da einen Typen gematcht, einen Mann, der, also ich habe jemanden gematcht. Wie soll ich das jetzt sagen? Also ich habe jemanden gematcht, weil mir sind halt einige Punkte wichtig. Also er soll größer sein als ich, Nichtraucher, keine Kinder. Ganz wichtig, er soll das Reisen lieben. Also ich habe mein Profil stehen. Bitte melde dich nur, wenn du das Reisen genauso sehr liebst wie ich. Ja, das habe ich hier. Oder so ein Spruch. Aber das ist halt ernst gemeint, ja. Und viele. Moment, ich gucke mal, was ich geschrieben habe, damit ich euch das sagen kann. Genau, Travel Buddy gesucht. Bitte melde dich nur, wenn du das Reisen genauso sehr liebst wie ich. Genau, das habe ich geschrieben. Weil für mich ist es halt wichtig, einen Mann zu finden, der gerne reist, ja, also auf Reisen geht. Und früher habe ich auch gedatet, früher wollte ich unbedingt einen Mann finden, früher wollte ich unbedingt in eine Beziehung gehen. Das war die höchste Priorität in meinem Leben, einen Mann an meiner Seite zu finden. Mittlerweile sehe ich das nicht mehr so eng. Mittlerweile ist es so, dass ich alleine glücklich bin. Ich bin alleine, also ich genieße es, alleine zu sein, meine Ruhe zu haben. Ich möchte reisen, alleine reisen. Ich meine, ich lerne dort immer Leute kennen. Ich treffe mich auch gerne mit Leuten in der Stadt auf ein Getränk oder zum Essen. Ja, alles kein Problem. Ich lerne wirklich super, super gerne neue Leute kennen. Aber das war's dann auch. Also das war's dann auch, ja? So, genau. Also ich habe ihn kennengelernt. Also ich habe ihn gematcht. Ich habe so überlegt, weil eigentlich war sein Profil also gut. Also hat mir alles gepasst. Also er kommt auch aus der Nähe von mir. Also das ist nicht wahr, allzu weit weg. Ja, das einzige Problem war, dass er sehr, sehr übergewichtig ist. Also wenn jemand ein bisschen mehr auf den Rippen hat, habe ich ja auch, habe ich kein Problem mehr. Aber er hatte sehr, sehr viel auf den Rippen, ja. Das hat man in den ersten beiden Bildern nicht gesehen, weil das war nur so bis hier, da sah der gut aus, war auch mein Typ gewesen. Und dann war unten ein Ganzkörperbild, wo ich schon so gedacht habe, schon krass, das war wirklich, wirklich viel, aber das ist jetzt, also ne, das war wirklich viel. Und dann musste ich so an diesen Spruch denken, weil mir hat mal irgendjemand geschrieben, du bist ja auch kein Adonis oder du bist ja auch keine Schönheit. Also kannst du kein hohes Niveau haben, keine Ansprüche an Männern haben, sondern du musst deine Ansprüche runterschrauben. So, also so in diese Richtung hat die Person das geschrieben. Und da habe ich gedacht, ja, hat sie doch recht, diese Person. Deswegen habe ich ihn gematcht, weil er kann ja einen guten Charakter haben. Sieht man ja in der App nicht, ja. Dann haben wir so geschrieben, ich glaube 2, 3 Wochen. War richtig nett gewesen, war richtig, richtig nett. Aber so ist jetzt auch nicht so, sag ich mal, der Funke rübergesprungen, weil es war wirklich anstrengend, mir immer neue Themen auszudenken. Manchmal kamen keine Fragen, da musste ich überlegen, was schreibe ich jetzt. Und es war wirklich anstrengend, auch den Kontakt zu halten, regelmäßig zu schreiben, immer neue Themen auszudenken und so weiter. Und er reist schon, aber jetzt nicht so in dem extrem Ausmaß wie ich, sondern diese Standardreisen, Türkei, Ägypten, also so europamäßig, ja. Und dann auch nur Strandurlaub. Ich meine, ist ja okay, kann ja jeder machen, wie er möchte. Und dann hat er mich halt nach einem Date gefragt.
Genau, und dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Haben wir uns getroffen. Abends, also bei mir in der Stadt zum Glück. Obwohl ich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ich dann keine Lust hatte, weil ich so gedacht habe, boah, ich wäre jetzt lieber zu Hause. Ich bin nicht mehr so der Mensch, der gerne jedes Wochenende weggeht, muss ich sagen. Ich bin lieber zu Hause, aber auch alleine zu Hause, ja. Und dann habe ich mich aber gesagt, ja komm, gehst du hin. Habe mich dann so überlegt, was ziehe ich an, weil ich bin ja so mehr der Dutt-Mensch, ungeschminkt, bequeme Klamotten, Jogginganzug. Aber ich weiß, ich habe mich mal mit einem Mädel getroffen, die war so richtig aufgebrezelt, so richtig aufgestylt und sie meinte, ja, sie geht so zum Date, ja. Und ich hatte so eine Hose, ein T-Shirt, Birkenstocks und ein Dutt und ungeschminkt. Und ich habe gesagt, ja, ich gehe so zum Date, ne. Und sie hat sich halt so aufgebrezelt und ich nicht. Und dann habe ich mich auch so irgendwie so, soll ich sagen, so gefühlt nach dem Motto, ja, ich gebe mir keine Mühe für Dates, ja. Und ich wollte gestern halt wieder was Bequemes anziehen, so meine alltäglichen Klamotten, woran ich mich wohlfühle. Ich wollte einen Dutt machen, ich wollte ungeschminkt sein. Und dann habe ich so daran gedacht, ne, wo ich mich mit der einen getroffen habe. Und dann habe ich gedacht, komm, du musst dich mal ein bisschen aufstylen, ja. Du hast doch neue Klamotten, zieh doch was Neues an. So, ich habe mich gestern so aufgebrezelt, also wo ich gedacht habe, oh mein Gott, du siehst hammer gut aus. Ja, obwohl ich überhaupt keinen Bock hatte. Ich zeige euch mal, wie ich aussah. Also ich fand, das sah richtig gut aus. Ich habe mich auch ein bisschen geschminkt, also jetzt nicht so viel, aber so ein bisschen. Ich habe mir vorher die Haare gefärbt, weil ich hatte so grauen Ansatz, was mich jetzt nicht so gestört hat. Aber ich gedachte, wir kommen, du musst ja gut aussehen fürs Date, ja. Und habe ich gestern noch ein Foto gemacht und ich hatte neue Schuhe an, wobei die Schuhe, ich wusste, ich werde mir Blasen laufen und ich habe Blasen und die waren so, ach, das sind nicht meine Schuhe. Also ich mag meine Schuhe, die schon mega alt sind, schon so richtig ranzig aussehen, aber das sind halt meine Lieblingsschuhe und ja. Und warte, ich zeige euch mal das Bild, das hier. Ich weiß nicht, könnt ihr es sehen? So, also neue Schuhe, Jeanshose, Top und so eine Jacke hatte ich an und habe mich ein bisschen geschminkt. Also ich fand, das sah richtig gut aus. So, dann bin ich da hingegangen und hatte so immer so den Gedanken im Kopf, du musst nett sein, sei nett, du musst total nett sein, also ich muss nett sein, ich muss lieb sein und so weiter. Und das hat mich so, weil mir das immer alle, wirklich alle, die ich kenne, die sagen, du musst netter sein, du musst das sein, du musst das sein. Ne? Und auch so meine Freundin sagt mir das immer, wenn ich zum Date gehe, du musst nett sein, du musst nett sein. Und das war so in meinem Kopf eingetrichtert, dass ich so nett war, dass ich mich heute frage, wer war diese Person gestern? Weil ich bin nicht nett. Ich bin nun mal nicht nett. Also nett ist eine Definition, aber ich zähle mich jetzt nicht zu den nettesten Menschen der Welt. Aber das ist auch nicht schlimm. Das ist okay. Also ich bin fein damit, ja. Aber ich dachte so, boah, ich war gestern, ich habe mich so verstellt, dass ich das nicht war. Ich war das gestern einfach nicht, ja. Und ja, wie gesagt, ich bin gestern zum Date gegangen. Ich war so ein bisschen aufgeregt, was ich auch nicht verstehe, weil ich eigentlich nicht mehr aufgeregt bin, wenn ich neue Menschen treffe oder kennenlerne, bin ich nicht mehr aufgeregt, ja. Aber ich war so super aufgeregt und eigentlich habe ich so gedacht, ja, soll ich früher gehen, dann warte ich auf ihn. Aber dann habe ich gedacht, nee, es ist besser, wenn er schon da ist und ich dann komme. Ja, aber dann habe ich so gedacht, der kommt mit dem Auto. Der wird nicht auf mich warten, der wird im Auto sitzen, gucken, ob ich da bin, gucken, ob ich ihm gefalle und dann kommt er oder nicht. Ich kenne die Männer schon und genauso war es. Er ist angeblich gerade eben gekommen. Glaube ich zwar nicht. Ja, dann ist er gekommen. Und ja, also ich wusste ja, worauf ich mich einlasse, aber ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der ein Date abbricht aufgrund der Optik, sag ich mal, ja. Also ich ziehe das Date durch, ja. Sind wir in die Stadt reingelaufen, haben uns in so eine Bar gesetzt, haben dort was getrunken. Ich hatte zwei Cocktails, wobei... Oh, ich dachte, ich vertrage mehr, also
Ich war jetzt nicht besoffen oder so, aber ich habe die Nacht nicht geschlafen und ich hatte nur Kopfschmerzen. Mein Kopf war so, ja. Ja, er hatte 2 Cola getrunken und er war sehr nett. Er war wirklich super, super nett gewesen. Super, super sympathisch gewesen. Wobei ich manchmal nicht einschätzen konnte, ob er mich mag, ob er mich nicht mag, ob er mich kennenlernen möchte oder ob er keinen Bock hat, weil er immer so auf die Uhr geguckt hat. Ich hatte so den Eindruck, dass er schon nach Hause möchte. Oder immer so gezappelt hat, immer sich so, weißt du, so, wenn du keinen Bock mehr hast, dann setzt du dich so hin, dann setzt du dich so hin. Und deswegen dachte ich, der hat keinen Bock. Und deswegen habe ich mich gefragt, ja, möchtest du gehen? Sollen wir schon gehen? Nein, nein, wir können ruhig noch hier sitzen bleiben. Ich so, ja, okay, ne? Also, dann hatte er anscheinend doch Bock, weil ich konnte ihn nicht so lesen. Normalerweise kann ich die Menschen lesen, wie die so sind. Auch so im Chat, wenn wir schreiben, weiß ich schon, was für eine Sorte Mensch er ist. Bei ihm konnte ich das irgendwie nicht so. Ich konnte ihn weder per Nachrichten lesen, noch vor Ort. Aber er war wirklich sehr, sehr nett. Wirklich sehr, sehr sympathisch. Ja. Wir haben uns auch gut verstanden. So. Aber, und das war auch gestern so, dass ich wirklich die Zeit genossen habe. Und anfangs, also ich war, glaube ich, 4 Stunden waren wir da. Anfangs war das so, boah, ich habe voll Bock mit ihm noch zu reden. Ich habe voll Bock noch mit ihm hier zu sitzen. Genau, aber nach einer Zeit war ich schon so kaputt, so müde, wo ich schon nach Hause wollte. Ich bin ja auch, wir hatten schon 10 Uhr und ich muss ja noch die Bahn kriegen, ja. Also ab 10 Uhr fährt die Bahn ja nicht mehr so regelmäßig. Und ja, dann habe ich gesagt, dass ich dann auch gerne gehen möchte, weil meine Bahn kommt. Ja, er hat dann gesagt, dass obwohl ich auch nicht wusste, ob er mich einladen wird oder nicht, weil ich so gedacht habe, ich kann ihn nicht lesen, aber ich dachte eher, dass er mich nicht einladen wird, was jetzt auch nicht schlimm gewesen wäre. Die 2 Cocktails, ne, die kann ich mir gerade eben noch so leisten. Ja, und dann habe ich halt, ich habe gedacht, er lädt mich nicht ein, aber weil er hatte ja nur 2 Cola. Ich hatte, wie gesagt, 2 Cocktails, die haben jetzt 20 Euro gekostet, ja, und er hatte nur 2 Cola, ja. Aber wäre ja auch nicht schlimm gewesen, wie gesagt. Aber er hat mich dann gesagt, er lädt mich gerne ein. Habe ich mich halt gefreut und dann sind wir halt gegangen, weil ich halt meinte, ja, ich muss meine Bahn kriegen. Dann meinte er so, ja, wenn ich möchte, kann er mich auch gerne nach Hause bringen. Ich muss ihm auch nicht die Straße sagen. Ich muss ihm auch nicht sagen, der kann mich auch in so eine Nebenstraße, damit er nicht genau weiß, wo ich wohne. Da habe ich mich auch sicherer gefühlt, weil ich auch nicht möchte, dass ich kenne ihn ja nicht. Ja, ich weiß nicht, was für ein Typ Mensch er ist, obwohl ich eigentlich so ein gutes Gefühl hatte, dass er ein vernünftiger, normaler Mann ist. Ja. Und dann hat er mich halt nach Hause gefahren. Ich habe so eine, also nicht direkt bei mir zu Hause, sondern ein bisschen weiter weg, ne? Und ja, bin dann direkt schlafen gegangen. Dann, also wie gesagt, er war sehr nett und wir haben uns auch gut unterhalten. Wir hatten aber auch viele, viele Gesprächspausen. Aber die fand ich jetzt nicht so schlimm. Also ich fand jetzt das nicht, dass das diese peinlichen Pausen waren, sondern dass das diese Entspannungspausen waren, dass du, ja, entspannen konntest halt, ja. Und ja, dann habe ich so nachgedacht, weil da meinte der so beim nächsten Mal, also der meinte noch so, ja, wir können ja mal schwimmen gehen an so einem Fluss und da baden gehen. Und wo ich mir gedacht habe, ja, kann man, aber er ist jetzt nicht so, wie soll ich sagen, ist so sexy oder so vom Körperbau so gut aussehen, dass ich ihn unbedingt nackig sehen möchte. Bin ich auch nicht. Und ich möchte mich auch nicht beim zweiten Date unbedingt im Bikini zeigen. Klar, habe ich damit kein Problem, wenn ich im Urlaub bin, ja. Also finde ich jetzt für ein Date, zweites Date, sage ich mal, unangemessen. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt als zweites Date meinte oder irgendwann. Und ja. So, mein Fazit ist, ich könnte mich darauf einlassen, wir könnten uns weiterhin daten, vielleicht würden wir sogar in eine Beziehung gehen, die wird dann vielleicht ein paar Jahre gehen, ja, aber ich bin so in mich gegangen und habe so überlegt, er war wirklich nett, er war wirklich charmant, er war sympathisch. Wirklich das, was ich auch suche bei einem Mann. Aber ich bin nochmal so in mich gegangen und so, was will ich wirklich? Ja, will ich ihn weiterhin daten? Und die Antwort ist nein. Obwohl, weil ich kann mir,
also wie soll ich sagen, es ist der Funke nicht übergesprungen. Natürlich kann er noch überspringen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, mit ihm intim zu werden, weil ich ihn nicht attraktiv finde vom Körperbau. Ja, vielleicht beruht das auf Gegenseitigkeit, kann natürlich auch sein. Ich bin auch nicht die schlankste, ja. Aber ich kann es mir einfach. Ich fand ihn nicht anziehend. Ha, da haben wir es doch. Genau. Da hat mir dieses Knistern gefehlt. So. Aber was ich auch festgestellt habe, es ist nicht das, was ich suche, weil ich suche jemanden zum Reisen. Ich suche jemanden, der flexibel ist und mit mir die Welt erkunden möchte. Aber er möchte für immer in Deutschland bleiben. Er möchte dort wohnen bleiben, wo er jetzt wohnt, was auch in Ordnung ist. Er fliegt mit seinen Kumpels in den Urlaub, aber so hat Ägypten und so weiter, so Männerurlaub. Es ist aber nicht meins. Und dieses Heiraten ist nicht meins, dieses Kinderkriegen ist nicht meins, dieses Hausbau ist nicht meins. Ich bin alleine glücklich. Ich habe alles, was ich brauche. Ich erfülle mir alle meine Träume, meine Wünsche selber. Ja, ich bin auch ich würde sagen, ich schon, dass ich ein offener Mensch bin. Ich komme mit Leuten ins Gespräch, wenn ich möchte. Aber ich sehe mich nicht in einer Beziehung. Ich bin nicht so der Beziehungsmensch. Für mich ist eine Beziehung eine Belastung, ein Gefängnis. Ich verliere meine Unabhängigkeit, ich verliere meine Freiheiten. Ich muss Kompromisse eingehen in einer Beziehung. Aber ich möchte keine Kompromisse eingehen. Ich möchte mich nicht nach jemandem anders richten. Das möchte ich einfach nicht. Ich bin ein Freigeist. Ich bin ein freier Mensch. Ich möchte immer nette neue Menschen kennenlernen, die mich auf meinem Weg kurzzeitig begleiten. Aber meinen Weg gehe ich alleine. So. Und das habe ich jetzt erkannt, dass das nichts für mich, also dass dieses Beziehungsmodell, was ich immer dachte, dass ich das möchte. Vielleicht wollte ich das früher wirklich, ja. Vielleicht wollte ich das, ja. Aber jetzt, aktuell, möchte ich keine Beziehung, weil ich weiß, diese Beziehung würde mich bremsen. Ich würde dann nur mit meinem Partner Urlaube machen, dann, wann, versteht ihr, da wohin diese Person möchte. Und ich könnte nicht meine Träume verwirklichen, die ich habe. Und die habe ich. Ich möchte die Welt sehen, ich möchte viel reisen, ich möchte dann reisen, wann ich möchte. Genau, kann man das so sagen? Ja. Genau. Und dann habe ich mir so überlegt, soll ich ihm jetzt eine nette Abschiedsnachricht schreiben? Das wäre ja nett gewesen. Ja, könnte ich. Werde ich das machen? Nein, weil ich nicht nett bin. Ich bin bequem. Ich werde das Match auflösen. Ist das gemein? Ist das arschig von mir? Ja, ist es. Aber wisst ihr was? Es ist mir egal, weil ich nicht nett bin. Und wie gesagt, mich auch, muss ich leider sagen, verstellt habe, weil ich halt nett war zu ihm. Ja, klar bin ich jetzt nicht nett, aber so nett bin ich auch nicht. Wisst ihr, was ich meine mit diesem nett? Und eine Beziehung engt mich ein. Also ich bin halt sehr freiheitsliebend und ich habe gedacht, man könnte ja auch eine Freundschaft haben, aber eine Freundschaft bedeutet auch Arbeit, regelmäßig schreiben, regelmäßig treffen, pipapo, kein Bock. Kein Bock, Leute. Ich möchte keine neuen Freunde haben. Ja, und deswegen werde ich das Match auflösen. Ich wollte mich sowieso bei der App löschen, weil sie nimmt mir ganz viel Speicherplatz auf meinem Handy. Deswegen. Und ich habe festgestellt, dass ich doch niemanden suche. Ja, ich meine, er war wirklich super, super nett. Aber manchmal reicht nett nicht aus. Ja. Und ich bin die Falsche für ihn. Ich bin wirklich die Falsche, weil er ist wirklich sehr nett und ich bin es nicht. Ich bin es einfach
nicht. Ich bin nicht nett. Und ja, ich glaube, das passt dann auch nicht. Ja. Ja. So ist das halt manchmal. Ich sehe mich nicht so. Ich sehe mich nicht in einer Beziehung. Ich sehe zwar immer diese ganzen Pärchen, weil alle sind vergeben auf YouTube, auf Instagram, im Freundeskreis sind alle vergeben, ja. Sind in einer Beziehung, ja. Aber für mich ist das nichts. Ich kann das nicht haben, wenn mein Partner mir 24/7 am Arsch klebt, ohne mich nichts machen kann, ich auch nicht alleine reisen darf. Das ist nicht für mich. Ich mich immer melden muss, wo ich bin, was ich mache. Ich kann das nicht. Da kriege ich direkt wieder so Atemnot. Dann bin ich direkt so, kriege ich schon keine Luft mehr, wenn ich schon daran denke. Ja. Deswegen freue ich mich, dass ich das erkannt habe. Das ist eine gute, ja, das ist gut, dass ich das erkannt habe. Und ich freue mich auf mein Leben alleine als Single durchs Leben zu gehen, Leute, ja? Ich freue mich wirklich auf meine Reisen alleine, weil ich dann auf mich höre, auf meine Bedürfnisse, ich das mache, worauf ich Bock habe, ich plane und tue das alles nur für mich. Nur für mich mache ich das, ja? Nicht für andere, sondern für mich selber, ja? Nennt sich übrigens auch gesunder Selbstegoismus. Nur damit ihr Bescheid wisst. Egoismus ist nicht schlecht. Ja. Also gesunder Selbstegoismus sich selbst gegenüber. Genau. So. Ja, das war mein Thema für heute. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu, wie ihr das seht. Versteht vielleicht nicht jeder, ist auch in Ordnung. Jeder lebt, wie er gerne möchte. Aber ich kann, wie gesagt, gut alleine sein. Ich kann gut mit mir selbst Zeit verbringen. Ja. Ich weiß mittlerweile, was ich möchte, was ich nicht möchte. Genau. Und ich gehe so kleine Schritte nach vorne, also so in Minischritten, ne, gehe ich so nach oben, auch wenn es hart ist manchmal.